treffe ich nicht sozusagen als Ich-Vollkommenheit auf den anderen Vollkommenheit. Es gibt so wunderbare Flammenbogen hin und her, schön wär's, schön wär's. Genesis ist jetzt sogar ein Fluch, tun übrigens andere Traditionen auch. Der Segen im Paradies, wo diese beiden gesegnet wurden, dreifache Segen, sie sollen im Blitz sein, sie sollen sich vermehren und sie sollen die Erde in Besitz nehmen, und dreifach gestört. Der Segen war einheitlich, für alle beide gleich. Der Fluch ist geschlechtsspezifisch, leider. Leider. Die Frau wird dem Manne nachhängen, also nach ihm lechzen, er wird sie aber nicht hinreichend beachten. Sie wird die Schmerzen in den Rücken tragen. Der Mann wird die Erde beherrschen, ja, aber wird sie eben nicht beherrschen, wird ihm Dornen und Disteln bringen, und das heißt, auch seine Frau wird ihm auch Dornen und Disteln bringen. Die beiden sind nicht genau aufeinander so eingespielt. Das ursprüngliche Konzept ist ein anderes, ja. Mit dem Fluch wird das verdreht, sodass es nicht klappt. Insofern Riss und Fragezeichen. Wir sind nicht mehr im Paradies, wir sind fern bei den Tieren, sagt der alte Origenes. Wir sind lang weg, schon weit, schreit weit weg. Und daher ist in der Sexualität, auch wie wir sie erfahren, schlicht und einfach animalisches intensiv. Das muss nicht schlecht sein, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber wenn das Animalische gegenüber dem Personal sehr stark zurücktritt, dann wird es in der Tat eine Begegnung von Unterleib zu Unterleib. Das ist dann Makulatur. Da gibt es dann Makel. Otto Strauß, der große Kulturkritiker, hat ein Buch geschrieben, um sich sehr zu lesen über die Liebe. Und es hat den traurigen Satz, den bitteren Satz. Es ist heute leichter, mit jemandem zu schlafen, als ihn nach seinem Namen zu fragen. Name würde bedeuten, ich interessiere mich eigentlich für dich. Ich würde gerne in Kontakt halten. Aber statt Ehe oder statt Liebe dann Paarung. Und statt des fraglosen Gehörens dann die bange Frage, bist du noch mein oder schon nicht mehr oder warst du noch nie mein? Und das heißt, dass man den anderen verkürzt auf Brauchbares. Ich brauche jemanden zur Abreaktion. Ich brauche jemanden, der mich steigert. Also es ist ein geheimer Egozentrismus auch in vielen dieser Akte. Nicht nur heute, das liegt dem Akt auch inne. Sexualität ist nicht per se unschuldig. Sie hat etwas in sich, was in der Tat auch sozusagen mit der eigenen Existenz intensiv zu tun hat. Auch mit der Steigerung der eigenen Existenz. Und dazu kann ich den anderen auch einsetzen. Ich meine nicht ihn, sondern ich meine da mich, weil es ja verborgene Weise. Neben der Lust der Engel wartet die Lust der Tiere, sagt Thomas von Aquin. Das ist sehr genau. Manchmal ist beides gemischt, ja, das muss man auch wissen. Deswegen auch nicht einfach enttäuscht sein. Und so gibt es die Frau, die den Mann zum Lustknecht dressiert. Ganz altes Bild, hat schon die Antiken. Dürer zeichnet umgekehrt eine klagende Frau, die vom Wassermann, also von dem Mann der Tiefe, nach unten gezogen wird. Der Vater steht händeringend am Ufer, kann sie aber nicht mehr halten. Beide Geschlechter können sich vernichten. Töten. Das muss nicht in einem einzigen Akt sein, das kann auch über Jahre gehen. Wo der andere zu meinem Werkzeug wird. Zu meiner Brauchbarkeit. Übrigens auch brauchbar, nicht nur im leiblichen, auch in den seelischen Halte- und Tragekräften. Auch in den seelischen Halte- und Tragekräften. Wo der andere nur noch als Stütze, Brücke verwendet wird. Lässt sich dieser Kampf bestehen, lässt sich diese Nicht-Identität bändigen? Fragezeichen. König Lear bei Shakespeare sagt, ja und nein zu haben ist eine schlechte Theologie. Wir formulieren einmal, ja und nein zu sagen ist eine gute Anthropologie. Das ist ja und nein zu uns sagen, das macht es schwieriger. Wisst ihr, es ist sehr einfach, über Sexualität zu reden, indem ich sie entgifte, indem ich sage, ja, das ist alles prima. Ja? Also viel zu lange haben wir darauf rumgehackt und Verbotszäune gezogen und Tafeln aufgehängt. Darf und lassen wir alles mal weg, dann ist es wunderbar. Ja, auch das wäre schön, aber es ist nicht so. Ja, aber es ist in sich selbst zwiespältig, ja und nein. Und zwar deswegen, sagen wir es mal so, wir sind nicht als Autisten geschaffen, ne? Also mein Zentrum liegt da nicht in mir. Das ist eine falsche Vorstellung. Wir sind als Liebende geschaffen. Meine Mitte liegt eigentlich in einem anderen Du. Es ist schön, in die Augen eines anderen zu sehen, der mich meint. Aber wenn da die Augen niedergeschlagen werden, wenn hier kein Echo kommt, wenn ich tatsächlich nur Unterleib zu Unterleib bin, dann
prallt das auf mich zurück, und zwar als Verwundung. Aber wenn man sich spiegelt im anderen, dann gelingt es. Wenn diese Mitte im anderen gefunden wird und er findet seine Mitte in mir. Ich muss einmal Goethe zitieren, nur einmal, aber es ist grandios. Der Satz ist grammatisch falsch, aber richtig schön. Du bist mein. Und nun ist das meine, meiner als jemals. Kann man mein steigern? Ja, man kann. Nun ist das meine, meiner als jemals. Warum? Nicht ich habe mich mir gegeben, du hast mich mir gegeben. Martin Buber sagt das nochmal, das ist ein ganz knapper Satz. Sie sollten eigentlich alles mitschreiben. Am Du gewinnt sich das Ich. Ich bin nicht meine Seligkeit. Das hat noch nie gestimmt. Du. Wenn das nicht gelingt, kommt es zu den größten Dramatisierungen. Das sind die, wir kennen zwei ganz große Wunden des Daseins. Das sind die Wunden zwischen Kind und Eltern. Da kommen tiefste Verletzungen, aber es sind auch die Wunden im sexuellen Bereich zwischen den Partnern. Da gibt es die tiefsten Verletzungen. Alles andere ist leichter zu bändigen. In diesem Sinne ist das Schwierige, wenn das nahezu schuldhaft wird. Schuldhaft wird, wenn man von sich weggerissen wird, umgestülpt werden Handschuhe. Wenn andere sich versündigt, oder ich selbst umgekehrt, das ist schwer. Das sind tiefes Eindringen in ein Leben, das dem Tode näher kommt oder dem Tod nahe ist. Man muss eine solche Beziehung durchhalten, man muss sie auch reinigen, man muss immer wieder versuchen, sie auf die Beine zu stellen. In 1. Korinther 7 sagt Paulus etwas ganz Eigenartiges. Wenn man die Beziehung durchhält, wird man arm, gehorsam und fügsam. Erstaunlicherweise die evangelischen Welt, so weit sind wir gar nicht weg. Warum sind wir so weit nicht weg davon? Nochmal, weil wir einfach keine identischen Wesen sind. Wir sind beständig in einer Balance zwischen dem, was verrutscht, und verrutschen immer im Sinne meiner Ich-Habe. Ja? Wo das Leben als Habe für mich genommen wird und nicht als Gabe. Das ist die andere, das ist die leichte und freie Bewegung. Das Leben als Gabe eines anderen oder ich das Leben als Habe in mir bunkere. Ja? Und den anderen so nahe heranlasse, wie